Hallo und herzlich willkommen zur neuen Tagesbotschaft, ihr liebe Liebenden. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir starten gleich wieder wie gewohnt in die Karten, gucken, was sie uns verraten. Und wie immer gilt, es ist eine öffentliche Legung. Sie kann, muss aber nicht mit dir persönlich in Resonanz gehen. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Ja, ich hatte in der ersten Legung schon aus freiem Fluss heraus gesagt, Tagesbotschaft. Weitere Infos zu dieser Legung findet ihr in der Tagesbotschaft. Deswegen gucken wir mal, ob die Tagesbotschaft vielleicht sogar noch ein bisschen in Korrelation zu der anderen Legung steht. Oder ob sie doch einfach nur gänzlich ein Thema anspricht. Hier haben wir schon mal die Eulen. Kommunikation, vielleicht auch kleiner Kummer. Dann haben wir hier die Lupe. Sich etwas genauer anschauen, beziehungsweise auch etwas finden. Und dann haben wir hier noch die Wolken, ein Umbruch und die Lilien, Harmonie. Ja, vielleicht gibt es auch am Mittwoch einen Wetterumbruch. Es könnte kalt werden. Ich weiß gar nicht, wie der Wetterbericht aktuell ist, was der überhaupt sagt. Ich habe nur gesehen, bei uns zieht es hier heute gerade wieder richtig schön zu. Wir gucken mal. Was kriegen wir hier zu den Eulen, liebes Universum? Die Acht der Kelche. Jemand oder du hat hier ein bisschen Schwierigkeiten, emotional loszulassen. Hier ist so dieses Weggehen und Bedauern drin. Ja, Ernüchterung, das Gefühl von Feststecken, Ängste, die blockieren, so ein bisschen Resignation, manchmal auch so ein bisschen Zynismus. Ja, die Angst, etwas oder jemanden loszulassen. Wir haben jetzt nur keine klaren Personenkarten, deswegen lasse ich das erstmal offen. Dann haben wir hier die Hohepriesterin. Ja, die Hohepriesterin fehlt tatsächlich auch in der anderen Energie. Und das kann jetzt durchaus deine Energie sein, nämlich dass du diese Menschen hier einen Ratschlag gibst. Die Hohepriesterin ist eine vom Instinkt geleitete Person, ein Mensch, der viele, viele Interessen hat, sich auch tatsächlich gerne beliest, viel Recherche betreibt, viel Aufklärung betreibt, was Spiritualität angeht, was persönliche Weiterentwicklung angeht, etc. Also ein sehr, sehr geklärter Mensch, ein Mensch, der sich verstandesmäßig ausdrücken kann, allerdings auch emotional ausdrücken kann. Jetzt haben wir natürlich beides hier, Kommunikation und Emotionen. Das heißt, hier möchte etwas geklärt werden. Ja, also das bist auf jeden Fall du. Ich habe gerade reingefragt, bist du die Hohe Priesterin? Ja, sagt die Münzkönigin. Und das ist jetzt tatsächlich sehr passend, ne? Weil in der Legung bist du nämlich auch als Münzkönigin rausgefallen. Sehr vernünftig, sehr geerdet, bodenständig. Jemand, der geistigen und materiellen Reichtum mit sich trägt, der sehr vernünftig ist, aber auch sehr großzügig und fürsorglich und nährend ist. Und hier wirst du wirklich aufgerufen, jemanden zu nähren, ja, mit deiner Akquise. Ist Akquise das richtige Wort? Ich glaube ja, ne? Ja, guck mal, hier liegt noch die Kraft obendrauf. Deine Kraft kann hier wirklich helfen und deine Geduld, Entschlossenheit, dein gesunder Menschenverstand, ein Thema zu lösen. Wenn jetzt hier, das muss jetzt nicht unbedingt das Gegenüber aus der Legung sein, die ich heute Morgen gemacht hatte, beziehungsweise wenn du auf Mittwoch schaust, Dienstagmorgen gemacht hatte, es kann auch eine Freundin sein, ein Freund generell, jemand in deinem Leben aus der Familie, der oder diejenige von etwas oder jemandem weggegangen ist und es bedauert. So, ich sage ja immer, wenn man einen Impuls hat, etwas oder jemanden loszulassen und das auch tut, dann hat es ja eine Bewandtnis. Wenn man hinterher ein schlechtes Gefühl hat, dann muss man natürlich gucken, woher kommt das? War das Berechnung bei dieser Person, sich zu lösen, in der Hoffnung, da irgendwie Resonanz rauszubekommen? Das wirst du auf jeden Fall am besten wissen als Hohepriesterin. Als Hohepriesterin hast du schon den richtigen Riecher. Ja, und mit deiner Vernunft und mit deiner Erfahrung, die du schon gemeistert hast oder die Erlebnisse, die du schon gemeistert hast und die Erfahrung, die du gesammelt hast, wirst du dich in diese Person auf jeden Fall auch reinversetzen können. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was hier das Problem ist oder der Grund war, warum hier weggegangen worden ist
ob das Berechnung war oder ob das einfach nur, weil zu viel Druck da war. Und da darf sich wirklich mal das Vertrauen angeschaut werden mit dem Hierophanten im Schatten. Hat man nämlich so ein bisschen ja Heuchelei. Das heißt, man diese Person verschweigt auch vor sich selbst so ein bisschen die eigenen Motive. Und das ist dann so, das ist so ein Ding für die Hohepriesterin. Ne? Also wenn ein Mensch so Motive ans Tageslicht bringen kann, dann auf jeden Fall die Hohepriesterin mit ihrer Erdenergie. Das kribbelt dir dann quasi auch schon unter den Füßen. Ja, dann sitzt du da schon, die andere Person erzählt und du sitzt ja schon die ganze Zeit mit klackernden oder scharrenden Hufen und sagst so, ich weiß genau, woran es liegt. So, und Hierophant im Schatten ist einfach auch mangelndes Vertrauen. Ne, dieses, eine veraltete Denkweise, es ist auch Machtmissbrauch tatsächlich. Ne, wie gesagt, ich habe hier als ersten Impuls so das Thema Berechnung reinbekommen, dass jemand versucht hat, sich etwas ja, zu berechnen. Ne? Also eine Erwartungshaltung an diese Aktion hatte, was auch immer das war. Meistens geht der Schuss tatsächlich nach hinten los und dann hat man ja nicht nur ein schlechtes Gewissen oder ist nicht nur nicht sauer oder sauer auf diesen Menschen, sondern eigentlich sauer auf sich selbst. Ne? Und deswegen hat man eben das schlechte Gewissen, weil man vermeintlich das Falsche getan hat, aber eigentlich das Richtige. Ja, also das darf sich hier genauer angeschaut werden bei dieser Person. Ja, damit dieser Mensch sich auch selber wiederfinden kann. Ne? Acht der Münzen. Acht der Münzen, das ist die Lern- und Fleißkarte, wo man auch offen ist fürs Lernen, wo eine Hingabe ist, wo auch eine neue Chance angezeigt werden kann und wo es auch um Geduld und Entschlossenheit geht. Wie gesagt, primär auch Selbstfindung, ne? Neue Dinge, neue Aspekte lernen. Und ja, von wem kann man besser lernen als von der Münzkönigin gepaart mit einer hohen Priesterin, auch wenn es hart ist. Ja, ist einfach so. Da geht es nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern wenn wirklich jemand eine Berechnung hatte mit einer Aktion in der Hoffnung, da irgendwie ein Resonanzgefüge rauszubekommen, da muss man der Person auch sagen, ja, es war kindisch. Mhm. Ne? Sodass das in Zukunft nicht mehr getan wird, sondern wirklich nur noch aus dem reinen Interesse heraus, damit man eben hinterher kein schlechtes Gewissen hat. Ja, fünf der Stäbe, auch noch in den Schatten gefallen. Also, grundsätzlich ist es natürlich so, dass hier durchaus die ja, Diskussionsfähigkeit angezeigt wird. Das heißt, dieser Person wird es nicht unbedingt schmecken, wenn du das so auch sagst, so sehr direkt sagst. Nichtsdestotrotz ist hier auch das Ende von Anspannungen und auch die Kooperation angezeigt. Ja. Dieses berechnende Verhalten, das ist natürlich auch irgendwo angelernt worden. Ne, es ist geprägt worden. Dieser Mensch wurde wahrscheinlich durch andere Menschen beeinflusst, so zu handeln, weil es vielleicht bei dem einen oder anderen gewisserweise funktioniert hat. Das heißt aber nicht, dass es auf jeden anwendbar ist. Also nicht jeder Mensch, der jemanden verlässt. Und ich muss natürlich sagen, ich habe ja mit schon vielen Menschen zusammengearbeitet und gucke natürlich auch bei anderen Kartenlegern öfter mal rein und auch da ist es halt oft das Thema, ne? So dieses, ich mache jetzt einfach Schluss und blockiere diese Menschen. Allerdings nicht aus der Intention heraus wirklich zu gehen, sondern ja, so dieses Romantisieren von, ne? Dieses, weil man es halt auch aus Filmen halt auch kennt zum Beispiel. Ne? Wenn ich diese Menschen jetzt ignoriere und blockiere, dann kommt er zu mir und befreit mich aus meinem einsamen Verlies. Und das ist halt so eine Energie, die ich da reinbekomme. Und wie gesagt, da wirst du aber, wenn dem so ist, tatsächlich den Riecher schon haben. Ne, das ist halt Berechnung. Und im Zwischenmenschlichen kann man nicht wie in der Mathematik einfach Dinge berechnen. Ja, in der Mathematik ist 1 und 1 2. Im Zwischenmenschlichen, wenn man sich da verschätzt, ja, dann ist man am Ende selber der Gearschte oder die Gearschte. Also, hier Ende von Anspannungen, auch wenn sich das erstmal ein bisschen schwierig darstellt. Und dann schauen wir mal. Kelchkönigin und Bube der Stäbe. Und da frage ich jetzt mal rein. Ne, es ist ja ein Umbruch hier, zurück in die Harmonie. Ist die Kelchkönigin hier die andere Person, die zurück in ihre emotionale Sicherheit findet. Und zurück in ihre emotionale Intelligenz findet.
fällt was in den Schatten. Ja, es ist die andere Person. Allerdings ist sie hier auch sehr mit ihren Gefühlen blockiert, unterdrückt ihre Gefühle, ist unzufrieden. Bekommt hier allerdings auch eine neue Chance. Ja, Bube der Stäbe, und da muss man halt wirklich drauf schauen. Bube der Stäbe ist ein vielversprechendes Angebot. Ich frage jetzt mal rein, vielleicht hat das ja hier mit der Person zu tun, die sie verlassen hat. Hat das hier mit dieser Person zu tun, mit der Berechnung? Ja, tatsächlich. Also, dieser Mensch kommt in gewisser Weise auch wieder auf sie zu. Ich habe aber das Gefühl, dass die Königin der Kelche hier den ersten Schritt macht. Und da würde ich nämlich gerne auch nochmal reinfragen. Macht die Kelchkönigin den ersten Schritt? Weil hier ist ja auch das Beobachten drin, ne? Ja, macht sie. Ist aber voll im Chaos, ne? Oh mein Gott. Voll im Chaos, voll in der Verwilderung, nicht offen für die Liebe. Ach Mensch. Ich sage, wir haben hier die kindliche Energie drin. Ich würde auch fast sagen, Naivität in Sachen Romantik. Ne? Hier ist absolut das blockierte Potenzial drin. Dieser Mensch hat grundlegend etwas falsch gelernt in ihrem oder in seinem Leben. Wie gesagt, hier ist die Neugierde drin. Sie macht hier einen ersten Schritt auf diesen Menschen wieder zu. Ja, hier ist auch wieder der Anfang gekennzeichnet, der Neuanfang mit dem Buben der Stäbe und dem Buben der Münzen. Grundsätzlich ist dieser Mensch emotional hochintelligent. Ja, sie oder er müsste es eigentlich besser wissen. Das ist dieses sich aufopfern, Erwartungshaltung haben an andere Menschen. Ich opfere mich auf und ich möchte dafür etwas zurückbekommen. Deswegen ist auch diese Berechnung hier entstanden bei dieser Person. Dieses, ich bekomme nicht das zurück, was ich möchte. Ja, vielleicht ist das Gegenüber hier tatsächlich auch sehr kindlich, dass sie hier die Mutterrolle übernommen hat. In der Erwartungshaltung daraus Liebe zu ziehen, wird aber höchstwahrscheinlich schmerzlich auf die Nase fallen. Aber gut, dann die Erfahrung muss sie machen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ritter der Münzen, hier liegt die Verlässlichkeit drauf, die Ausdauer, die Expansion, der Wunsch, sich zu erweitern. Und auch noch der Bube der Kelche. Ich hatte es ja schon gesagt, Naivität in Sachen Romantik haben wir jetzt hier. Wir haben jetzt hier wirklich dreimal die Bubenenergie liegen. Und die Verliebtheit definitiv, gar keine Frage. Etwas, was auch Potenzial hat, um Gottes Willen. Gar keine Frage, aber das ist gefühlt für sie eine Lernaufgabe. Ja, sie ist auf der Schwelle zum Durchbruch mit diesem Neuanfang, mentale Blockaden zu lösen, den Zehn der Schwertern. Sie muss ihren Platz finden. Ja, sie ist hier in der Wunschvorstellung. Sie hat unerfüllte Träume, unerfüllte Erwartungen, und hat deswegen auch tatsächlich Probleme, den Platz einzunehmen. Sie ist nicht für sich komplett, genau. Ja, sie hat definitiv ein Thema. Ein Thema, wo sie nicht gelernt hat, für sich selbst dazustehen. Wir haben hier im Outcome das Kleeblatt, die zwei, Thema Dualität, Leichtigkeit. Ja, sie hat hier Befangenheit, 8 der Schwerter, Co-Abhängigkeiten, ne, einschränkende Glaubenssätze. Die war weit weggeflogen. 4 der Schwerter. Sie muss ihre Gedanken ordnen. Okay, guck mal hier, der Herrscher, Vaterthema.
Vaterthema tendenziell. Jemand, der zu starr, zu kontrolliert ist. Und daher könnte das Thema nämlich auch kommen, dass sie hier so in der chaotischen Energie ist, in der Aufopferungsenergie ist, dass sie mit einem Vater oder einer Vorbildfunktion, einer männlichen Vorbildfunktion zu tun hatte, der sie, das kann auch manchmal die Mutter sein, der sie tatsächlich so ein bisschen machtmissbräuchlich behandelt hat, sprich, dass sie nur dann Zuwendung bekommen hat, wenn sie brav war. Mhm. Sie hat eine 1 geschrieben, ja, war gut, geht aber noch besser. Ja, sie hat eine 3 geschrieben, oh Gott, Donnerwetter. Das sind solche Energien. Das heißt, sie hat auch gelernt, Signale von Menschen, hochsensibel, ich hatte das vorhin schon reinbekommen, hochsensibel geworden. Das heißt, sie reagiert auf die kleinsten Schwingungsveränderungen, selbst wenn die noch nicht mal in ihre Richtung gedeutet sind. Auf diese reagiert sie schon empfindlich. Das heißt, ein Gegenüber muss nur einmal die Augenbraue hochmachen und dann denkt sie schon, oh Gott, gleich Donnerwetter. Deswegen wird das für sie hier, diese Diskussion mit dir, tendenziell auch sehr, sehr schwierig sein, weil sie nämlich das sofort auf sich komplett legt. Ja, sie denkt dann sofort, sie ist ein schlechter Mensch. Ja, weil sie hier ja aus Naivität, aus Unwissenheit, aus kindlicher Grausamkeit, die sie erfahren hat, direkt komplett schlecht ist. Also sie kann überhaupt nicht ja mit Kritik umgehen tatsächlich. Ja, das wird ein harter Kampf. Ja, das kann sie natürlich beenden hier mit den 7 der Stäben, indem sie sich selbst findet, gepaart hier mit den 8 der Münzen. Ja, sich selbst finden, für sich selber einstehen, entschlossen sein für sich selbst. Ja. Und nicht versuchen, irgendwo den Platz bei jemand anderes einzunehmen, sondern selber zu lernen, für sich zu agieren. Das Gericht im Schatten ist nämlich tatsächlich so dieses Suchten auch, Sucht nach Verbitterung, nach sich hinter Masken verstecken. Ne? Das muss ja auf jeden Fall gelöst werden. Einen hätte ich gerne noch. Ja, 3 der Schwerter. Wir haben ja auch dieses Trennungsenergie drin liegen und die 5 der Schwerter hier noch im Outcome. Trennungsenergie, 3 der Schwerter, aber nicht nur das, sondern auch wieder zurück zur Vernunft kommen. In dem Fall tatsächlich Abtrennung von negativen Denkweisen. Ja, dass wenn ich das und das mache, bekomme ich das und das. Hat ja bei anderen auch funktioniert. Nee, das muss ich auf jeden Fall lernen und mit den 5 der Schwertern auch eine Wende einleiten. Ne? Weil dieser Mensch wird sicherlich hier schon in der Vergangenheit nicht nur bei diesem Menschen auf Ablehnung gestoßen sein, sondern auch bei anderen Menschen, ne? Unabhängig jetzt von diesem Vaterthema, auf Ablehnung gestoßen sein. Und da bin ich auch ehrlich, wenn solche Energien präsent sind, dann rate ich auch den entsprechenden Menschen immer, holt euch bitte Profis noch an die Hand. Ne? Weil vielleicht kann sie das nicht alleine mit deiner Hilfe lösen, sondern braucht wirklich noch jemanden, der sie da ein bisschen coacht. Ja, Familientherapeut, obwohl Familie ja per se, aber schon jemand, der sich auf solche Themen wie zum Beispiel Vaterthema, Thema Ablehnung, und so weiter spezialisiert hat, der mit ihr oder mit ihm, kann ja auch ein Mann sein, da mal in die Diskussion gehen kann, um zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Ja, dennoch ist es gut, dass du das ansprichst, muss man auch einfach dazu sagen, weil auf kurz oder lang betrachtet, umso älter ein Mensch wird und umso mehr sich das reinprägt, umso länger dauert es letztendlich auch, um das Ganze wieder rauszubekommen. Ja. Schwierige Energie. Aber vielleicht steht es tatsächlich in Korrelation zu der anderen Botschaft, weil vielleicht du auch dieses Thema hattest in der Vergangenheit, dass du deswegen mit dieser Person auch darüber sprechen kannst, dass du dich da reinversetzen kannst, aber auch sagen kannst, ja gut, aber letztendlich bringt es dich ja nicht weiter, außer dass es dich unglücklich macht. Ne? Bin gespannt, wer sich hier wiederfindet und sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und generell für euren Support. Macht's gut, ihr Lieben. Bis spätestens zur nächsten Tagesbotschaft und ich freue mich auf euch. Macht's gut.